hier How to Learn a Lesson. Dann will ich jetzt nochmal den anderen Treibstoff ausprobieren. Den letzten. Das wäre jetzt sozusagen das Ideale, wenn wir sagen würden, okay. Fuck this. Fuck this. Und bau das hier dran. Setz das hier dran. Und setzt das hier dran und dann setzt man einfach ganz viele von denen jetzt zum Beispiel rein. Die sind jetzt auch nicht groß. Sind ja jetzt auch nicht viele oder große Dinge, aber ich glaube, hier könnte es halt echt die Masse machen zum Beispiel. Wenn ich jetzt, jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich hier dementsprechend die Verbindungen hinkriege. So, dann brauche ich noch ein Verbindungselement hier unten. Und dann baue ich das nochmal. Simpelste Mini-Rakete. Die Rakete hat es nicht mal geschafft, soweit. Also die Stage hatte so viel Power irgendwie unterm Arsch, dass es nichts geschafft hat. Aber so nada niente. Okay. Ach, schau mal, hier sind wir jetzt rein theoretisch bei 30 Kilometern. Und wir steigen immer noch. Das ist schon interessant. Wenn wir das jetzt zum Beispiel auf zwei Triebwerke aufteilen. Das Ding hat 3000, das hat 6000. Oder rein theoretisch haben die dieselben Schubstärken. In Zukunft würde ich halt dann zum Beispiel zwei Wege doch machen, aber in dem Fall will ich jetzt einfach gucken, wie stark ist das System gegeneinander. Okay, nochmal Bau. Okay. Jetzt haben wir eine vertikale Geschwindigkeit von 2,8. War also jetzt nicht mehr so stark. Im Fall wie davor. Aber schafft trotzdem 10 Kilometer auf einen Schlag. Ah, wie mache ich denn das jetzt, diesen blöden Satelliten nach oben zu kriegen? Das ist ja mein eigentliches Problem. Ich muss irgendwie diesen Satelliten in den Orbit kriegen. Aber meine simpelste Idee wäre jetzt gewesen, also wirklich meine simpelste, die ich jetzt gerade noch hatte, war, ich nehme ein Rutschenteil. So, hier strecke ich es sozusagen so dran. Drehe es einmal um und also im Grunde wollte ich das eigentlich so ein bisschen drunter platzieren. Dann drunter von der Kinetik das Teil hier. Dann das kurze Stück. Die Flossen dran. Und das Triebwerk. Die Pumpe müsste man schauen. Die würde ich vielleicht versuchen, sogar noch ins untere Teil reinzubauen irgendwie. Aber das wird nicht funktionieren. Dementsprechend hier oben irgendwie rein. So, dann können wir die Pumpe hier unten einsetzen.
Oder halt die Pumpe, je nachdem, was in dem Fall dann besser ist. Ein Verbindungselement in der Mitte. Und dann versucht sozusagen das einfach so zu machen. Also wirklich viel Type-Shift einfach und kurze Stage. Dann hier automatische Steuerung, da kann ich eh nichts bearbeiten. Also halt wirklich versuchen, klein und fein zu arbeiten. Und dann diese kleine Cluster-Rakete. Zu hoffen, dass die einfach mit voller Wucht nach oben fliegt. Problem ist, die hat zu viel Power. In dem Fall jetzt zum Beispiel. Da müssen wir wieder zurückgehen. Und dann wieder bei den Pumpen einen Doppelpack einsetzen in dem Fall. Und dann können wir das Ding wieder starten, gucken wie es. Eine Idee von mir war auch, dass wir sozusagen einfach die Tanks abkoppeln. Dass wir sozusagen nur angekoppelte Tanks machen. Und dann zwischendrin einfach irgendwann den sozusagen Antrieb ändern. Wenn man sich das halt so anschaut, dann reicht allein das schon für ordentlich Schub. Wir sind jetzt schon bei 4-3. Was wäre denn? Das ist nur so als Hypothese. Wenn ich mir so zwei blöde kinetische Koppler hier nehme. Hier dran steck. Den umdrehe. Welche Richtung steckt jetzt wer? So, jetzt gucken wir natürlich, das ist dann okay, das ist da. Nein, die müssten andersrum sein. Okay. Und dann setzen wir hier sozusagen. Na, das ist echt schon zu groß für das kurze Stück. Wir nehmen jetzt hier NSA-Teile zum Beispiel. Da müssten wir auch so kurze Connection Points eigentlich haben. Und bei den Connection Points dann einfach hier sowas hinzusetzen. Und wenn ich dann noch zwei so weitere Treibstofftanks verwende. Und die hier hinsetze. Dann nehme ich. Na, jetzt muss ich die. Na, no, jetzt hat die Fläche verschoben. Scheiße. Setze ich die zum Beispiel ein bisschen höher. Das ist ja nur noch ein Teil sozusagen der Connections, die ich habe. Im Grunde muss ich jetzt von hier nach hier, von hier nach hier. Das Ding schließt sich hier an. Das Ding schließt sich hier an. Mit dem gehen wir hier außen rum. Und die gehen einfach straight hier durch. Die auch überlebt. Warum habe ich denn jetzt hier jetzt noch einen Connector? Achso, der war für das hier. Die Frage ist, kann ich mir zum Beispiel zwei von denen leisten? Sonst müsste ich es natürlich. Ah, ne, geht sich aus. Okay. Also kann ich rein theoretisch auch einfach
Ah, okay. Ich bin zu voll, die zu drehen. Geht sie einfach innen rum. Und bei dem ist es jetzt so, dass wir hier so drum gehen. Und dann. Ah ne, warte mal. Ha, ich bin doch doof. Bin ja richtig doof. Die braucht es gar nicht. Weil. Die gehen ja direkt hier dran. Müssen nur das hier weiter hochschieben. Und dann hier zwischen Tor setzen. Weil wir das dann sozusagen mit der Entkopplung der beiden steuern. Das sollte ja rein theoretisch gehen. Rein theoretisch. Try it out. Schau, wie die Rakete drauf reagiert. Ich bin gespannt. Eins ist schon mal in festen Händen. Jetzt bin ich echt gespannt. Vor allem, wie lange es hält. Wir sind bei 10 Kilometern. Irgendwann müsste das Triebwerk, der Treibstoff ausgehen. Halt irgendwann. Und jetzt haben wir schon mal einen Teil weg. Und ein neuer Teil, der sozusagen jetzt mit neuer Kraft anschieben kann. 3. Mhm. 4. Aber das wird schon wieder so eine enge Kiste. Obwohl, ich glaube eher wieder, dass wir das nicht schaffen. Ich glaube, ich muss jetzt echt oben noch irgendwie Sauerstoff einbauen. Für den extra kleinen Schub. Es wird knapp. Es wird wieder so richtig blöde knapp. Geschafft! Nein! Als ob! Als ob! Als ob die Rakete geklappt hätte. So, jetzt schauen wir mal. 105, 106. Rein theoretisch sollten wir jetzt so ganz langsam Richtung 160 cruisen. Aber als ob das jetzt geklappt hätte. Das hat aber auch gerade so gereicht. 8,2. Ja, okay, 0,4 drüber. Das ist mal anderes. Aber wir cruisen jetzt ganz langsam Richtung 160. Das ist natürlich eine spannende Sache. Komm schon. Als ob die jetzt gereicht hätte. Irgendwo da vorne sind wir gestartet. Mit der blödsten Idee hat es natürlich funktioniert, einfach Treibstofftanks abschmeißen. Aber, oh. Das muss nicht heißen, gereicht hat. Es hat nicht gereicht, wir sinken wieder. Und zurück zur Konstruktion. Können wir die Pumpe gegen eine stärkere austauschen? Also gegen wirklich die starke austauschen? Oder haben wir dann die Rakete komplett aus dem Sockel? Das ist jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen. Hauen wir die Rakete dann komplett aus dem Sockel? Oder kriegt sie das hin? Ich würde sagen, wir finden es nur raus. Was? Nicht alle Antriebsteile sind mit ihren Rohren verbunden. Was? Au. Hier oben haben wir ein Rohr verloren. Warum auch immer wir da oben Rohr verloren haben. Und dann Start.
Und let's go. Ist schon mal wieder ein bisschen schneller. Und je schneller, desto schneller sind wir natürlich auch aus der Fähre draußen. Die viel bei sowas ausmacht. Ich habe schon den Finger wieder auf der 1. 20% noch Atmosphäre. 7%, 6%, 5%, 1%, 0%. Schau mal, das ist natürlich jetzt noch eine viel höhere Last, die jetzt auf das ganze Schiff hier einballert. Ja. 5. 6. Ah, es könnte jetzt wieder knapper werden. Ja. Das hat lustigerweise wieder nicht gereicht. Die Frage ist, ich kann halt leider nicht in dem Spiel vorspulen, das geht nicht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob wir die Höhe schaffen würden in dem Fall. Wieder vor oder nicht. Bedeutet, wir müssten in dem Fall zurück zur Konstruktion gehen. Aber Leute, ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.